Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Die Sims 4. Ja, das letzte Mal sind wir hier auf dieser schönen Party an den Klippen angekommen, zu die uns die liebe Katrin eingeladen hat. Und Christian ist zur Arbeit gegangen, das ist schön. Und ja, Chloe packt hier direkt mal ihre Gitarre aus und gibt erstmal eine richtig schöne Vorstellung. Auch wenn die sich nicht so toll anhört, aber da ist ja genug Disco-Musik drüber, das passt schon. Ja, und ich habe mich jetzt erstmal ja dazu entschieden, dass wir doch nicht mit der lieben Katrina hier ein bisschen, also ich meine, die kann gerne Freunde und so bleiben und so, aber ich habe mich doch einfach für morgen entschieden, weil irgendwie sie passt da doch ein bisschen besser, so ein bisschen rabalderscher und so. Und schön, dass Katrina uns erstmal ein bisschen Geld gibt. Das ist auch schön. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal einfach an zu tanzen, ne? Einfach hier ein bisschen abgehen. Moves präsentieren. Arm Charm. Oh, warte, stopp. Nein, besser. Tanz in der Runde, 1-2 Wechselschritt. Komm, wir machen jetzt richtige Dance Moves. Au! Geil! Die Moves sind schon cool. Kann man schon mal machen. Jetzt wollen wir erstmal ganz normal tanzen weiter noch. So, wie sieht's bei dir aus? Du musst Level 3 der Comedy- oder Schenkfähigkeit erreichen und du musst einmal den sozialen Medienstatus aktualisieren. Gut, das kriegst du wohl hin. Und du musst einfach eine Kolumne schreiben, hast du aber schon, sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, ist alles okay. Dann können wir noch ein bisschen hier abdancen. Mal schauen. Das Problem ist halt, dass wir irgendwie morgen nicht wirklich kennengelernt haben. Also sie war irgendwie mal da, hat mitgeholfen beim Graffiti, aber hat irgendwie nie mit uns geredet. Deswegen, niemand kennt sie, aber irgendwie werden wir sie schon wieder finden. Das ist ein gepflanzter Birnenbaum, das ist schön. Musst du euch arbeiten, 2 Tage, sehr gut. So, ich werde hier mal ein bisschen tanzen lassen und gehe mal ganz kurz. Achso, ja, stimmt, ich bin doof. Ja, sind die beiden sind ja arbeiten. Deswegen bist du dann noch arbeiten. Nur bis 17 Uhr, das dauert noch ein bisschen. Und du bis 15 Uhr, okay. Das dauert ja nicht mehr so lange. Dann freuen wir uns ein bisschen mit Jacqueline an. Oder Jacqueline, oder wie auch immer er ausgesprochen werden möchte. Katrin und Claire sind soeben beste Freundinnen geworden. Cool. Warte mal. Fällt mir gerade sowas auf. Genre wünschen Breakbeat. Das ist doch schon deutlich angenehmer. Dann kannst du mal. Wo ist eigentlich Katrina hingelaufen? Sie ist einfach komplett verschwunden. Okay.
warum auch nicht? Okay, ich würde sagen, wir begeben uns mal auf die Suche nach Morgan, weil die Handfrage hier ist sowieso ein bisschen, gerade sich ein bisschen auflösen, so wie es Leute gehen, und es ist halt auch so mitten am Tag und so. Mal schauen, wir werden auf jeden Fall ganz kurz in das Künstlerviertel wieder gehen, einmal nach Sami Schune bitte, danke. Dann einmal ins Künstlerviertel, denn hier irgendwo wird sie wohnen. Ich kann nicht schauen, wo sie wohnt. Oh, wir haben schon mal Salims Haus gefunden. Schick, schick. Also es ist jetzt nicht das Megaluxus, aber nicht ein Megaluxus, aber kann man schon mal machen. Hier haben wir Familie Young. Penthouse Fontänenblick. Ich kann nicht lesen. Guck mal, ob sie hier vielleicht irgendwo anders wohnt. Hier ist auch niemand, den wir kennen. Das ist ja auch nicht. Nö. Wohnt sie vielleicht auch hier mit uns im Modeviertel? Würde mich sehr wundern, aber kann ja sein. Nee. Familie Kreuz hat erstmal so das übertriebenste Luxushaus. Das ist die Sternenkokolange, die Alto Apartments. Hier wohnt Herr Lobo. Aber irgendwie. Nee. Wie scheint sie hier nicht zu wohnen? Vielleicht wohnt sie ja auch in Windenburg, könnte ich mir gut vorstellen, bei ihr. Ich werde einfach wirklich nach ihrem Haus suchen, weil auf sie zu treffen ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe sie gefunden. Sehr schön, da ist sie, die Morgan. Dann gehen wir doch mal direkt dahin. Alleine bitte. Sie ist nicht irgendwie. Ich hoffe, sie ist irgendwie die Tochter von ihm höchstens. Und hoffentlich auch alt genug, sonst wäre ein bisschen unpassend. So, lass mal schauen. Hat hier gelaufen. Oh, die haben ein schönes Haus. Also, nicht schlecht. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, an welche Tür die Tür du klopfen möchtest. Chloe, da vorne ist auch eine Tür gewesen. Und da auch. Du musst dich... Und sie geht jetzt an der Rente des Hauses. Natürlich geht sie von hinten rein. Komm rein, das ist sehr nett. Hier haben wir Moira, hier haben wir Dominic. Ist sie denn überhaupt zu Hause? Wenn sie nicht zu Hause ist, dann habe ich ein Problem. Nein, als ob sie nicht zu Hause ist. Was zum Teufel? Okay, das ist ziemlich ungeil. Was machen wir denn jetzt? Warten wir jetzt, oder? Also, ich habe ihr Haus schon mal gefunden. Steht da vielleicht irgendwo, wo sie ist? Warte mal, das gucken wir eben. Jetzt sind wir hier, ja, toll. Das hilft mir sehr viel. Ja, gut. Dann, weiß ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Warte ich jetzt echt auf sie, oder? Auf dich treffen wir auch überall, ne? Also die Rico ist schon überall. Wer bist du? Du bist nicht sie, okay. Du auch nicht. Du bist irgendein alter Typ. Du bist sie auch nicht. Ich werde auch jeden Sim, der hier rumläuft, erstmal direkt begutachten. Ja, okay, dann gehen wir kurz mal wieder ins Künstlerviertel. Und mal gucken, ob wir da vielleicht auf sie treffen. Da haben wir das letzte Mal auch getroffen. Vielleicht ist sie ja dann da. Nochmal zu dieser Galerie hier. So, alleine ist okay. Sehr schön. Na komm.
Bitte sei da, bitte sei da, bitte sei da. Komm schon. Okay. Also gucken wir die Galerie an. Ob sie hier irgendwo rumläuft. Nein, 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 nein. Nö, hier ist niemand, okay. Da ist sie auch nicht, da ist sie auch nicht, da ist unser Graffiti, da ist Nina. Okay, sie scheint hier auch nicht zu sein. Chloe übt noch ein bisschen singen, das ist okay. Ich will mal kurz gucken, ob da vielleicht angezeigt wird, wo sie ist. Windenburg. Die Fires, genau. Wo ist sie denn? Zu Hause, das ist eine komplette Lüge. Dann gehe ich da nochmal hin. Nö, dann werde ich sie jetzt finden, ist mir egal. Hä, das kann ja nicht sein. Sie kann nicht zu Hause sein. Sie war... Hä? Oder ich bin einfach komplett blind und habe sie einfach nicht gesehen. Obwohl ich fünfmal durchs Haus gegangen bin. Das könnte natürlich auch sein. So. Wo soll sie sein? Sie muss ja hier irgendwo sein. So, ich gehe mal kurz... Oder kann ich erst einfach hier rein? Nee, muss schon an die Tür klopfen, oder? Oder auch nicht. Ich komme anscheinend nicht rein. Weil... Weiß ich auch nicht. Ich bin zu Hause, habe 174 Simulons. Sehr schön, und ich kann jetzt auch an die Tür klopfen. Sehr gut, das hat mich gerade... Da habe ich gerade gewundert. Da war's, hä? Aber gut. Sie rennt wieder um das komplette Gebäude herum, anstatt sie einfach vorne in die Haustür klopft. Nein, sie muss natürlich den Hintereingang nehmen, weil das ist wichtig. Ja, hier ist niemand. Da ist Moira. Wo ist denn bitte Morgan? Sie ist überhaupt nicht zu Hause. Das kann ja nicht sein, irgendwie. Hä? Wo ist sie denn bitte zu Hause? Das ist voll die Lüge. Ach man. Hey, wo zum Teufel ist sie denn bitte? Habt ihr irgendwo Moira gesehen? Schickes Haus, muss man sagen. Aber Moira ist ja trotzdem irgendwo. Morgan. Moira. Ja. Ich meinte Morgan, nicht Moira. Moira steht hier oben. Habt ihr sie irgendwo gesehen? Hey du da, warte mal ganz kurz, Dominik. Kann ich... Ah, Morgan, 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 Morgan. Hallo, Morgan. Da bist du. Da kommst du zurück. Komm her. Lass uns reden. Dann lass uns lieber auf sich vorstellen. Du bist gelangweilt, ja. Das wird sich gleich ändern. Alles ist gut. Du hast, ja, du hast mega Hunger, ist schon gut, das kriegen wir hin. So, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal hier mit lieben Morgan befreunden. Drei Freunde haben, eins von drei, okay. Lustig, Star imitieren, nach Karriere fahren. Sie erinnert mich einfach voll, wirklich mega an Rachel. Nach Karriere fragen. Wir sind Teenager, das war so klar. Okay, warte mal, ich muss ganz kurz. Das werde ich jetzt. Das werde ich kurz ändern. Weil das. Nee. Das kann ich nicht. Das, nee, ich habe jetzt aber den perfekten Menschen gefunden. Ich muss jetzt was dagegen tun. So, 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 so. Ich muss so bestimmen, dass es so richtig ist. In Asher Dance Sim ändern. So, das muss ganz kurz sein, weil sie ist einfach die perfekte. So, nein, bitte einmal sie ändern. So. Morgan, bitte einmal zur jungen Erwachsenen machen. Sehr schön, das ändert ja nichts an ihrem Outfit und alles.
das wäre jetzt wirklich das Einzige, was ich erinnere. Outfit und so weiter und so fort mache ich erst später, falls irgendwie mal in unseren, also was heißt falls, wenn sie dann vielleicht irgendwie mal in unser, in unsere Familie reinkommt, so. Aber das sollte erstmal nur kurz das Alter geändert werden. Nein, eigentlich wollte ich auf Chloe. Keine Ahnung, warum er jetzt wieder auf mich umgeschaltet hat. Aber haben wir jetzt noch einen extra Ladebildschirm? Yay! Ladebildschirme kann es nicht genug geben. Aber gut, der dauert ja nicht so lange. So, wo ist Morgan hin? Da vorne steht sie am Kühlschrank. Da stehe ich auch immer ganz gerne. Ist mir direkt wieder sympathisch. Hier Fotos teilen. Befördert zu Kochtopfspion. Christian wurde befördert und ist jetzt Kochtopfspion. Er verdient jetzt 5 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 34 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten: 273 Simoleons, Interaktion lokalen Treffpunkt empfehlen und Interaktion auf E-Mail antworten. Seine nächste Schicht beginnt am Samstag um 10 Uhr. Das ist schön. Oh, mir gefällt auch ihre Gruppe, die Abtrünnigen. Die finde ich gut. Kann ich da bitte irgendwie mit rein? Das wäre super cool. So, nach Karrierefragen haben wir eigentlich schon mal, aber wahrscheinlich ist sie jetzt wieder arbeitslos. Jo. Weil sie nämlich nur als Teenager in diesem Unternehmen, wo sie vorher arbeiten kann. So, ihre Mutter macht direkt beim Wetter beim Essen. Oh, ich stinke. Das ist natürlich nicht so gut. Beziehungsweise Chloe stinkt. Ja. Von Lieblingsselmann schwärmen. Ich dachte gerade, sie setzt sich auf den Tisch. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen, wenn das möglich wäre. Das sah aber echt aus, als hätte sie sich so an den Tisch so angelehnt, weißt du so. Oder halt so mal halt drauf. Das wäre ziemlich cool, wenn das möglich wäre. Von neuen Alben schwärmen. Guck mal, wie sich ihr Vater einfach mega einmischt. So, ja, hier, ich bin auch noch da. Hallo. Ich werde mich mal. Na, reden wir mal kurz über die Gruppe von ihr. Was? Hey. Oh. Oh Gott, was ist das für ein Name? Sire von? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Es tut mir leid, jeder. Sag mal, könntest du bitte aufhören? Ich war noch nie bei der Versammlung in der. Okay, ich war noch nie bei einer Versammlung der Gruppe Abtrünnigen. Ja, cool, dass du dann in der Gruppe bist, ne? Okay, kennenlernen. Tratschen. Lecker. Mhm. Ein bisschen lustig, das mag sie ja. Und parodieren. Jetzt über Santa Valley machen. Ich weiß, sie sollten langsam mal duschen gehen und alles, aber es ist gerade viel wichtiger hier. Ja, das ist die Geschichte erzählen. Tratschen. Nach Tag fragen. Von Ideen erzählen. Wir müssen also richtig einschleimen. Lieblingssänger. So. D-Roy Oblish Ephedroy. Afrith. Sehr schön. Soybriff. Arvini. Busharp Kumiao. Waga Frooge. Warbaquess. Chimeray Jabin Slawfish. Piguna. Jabin. Oh, Pimpini. Ah. Die beiden passen einfach wirklich perfekt zusammen. Es ist einfach absoluter Traum. Ich habe noch nie jemanden gepasst, der, gesehen, der so gut zusammenpasst. Yibs. Oh, Zagu Warba. Ah, Stymie-Tieren.
Sag mal, können Sie sich der Vater aufhören, bitte anzumischen? Das wäre super cool. Tiefgründige Unterhaltung. Von denen erzählen. So, wie sieht's aus? Bekannte sind sie noch, okay. Gut. Ich würde jetzt aber sagen, dieser Part endet hier und wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.